Wir sind zurück bei Far Cry 4 und jetzt wollen wir mal los, uns Pagan schnappen. Mal gucken, ob wir das gut schaffen. Da oben ist er. Noch knapp 300 Meter trennen uns von ihm. Oh Mann, das kann was werden, das sage ich dir. Mit Pagan. Hoffentlich ein letztes Essen. Weil er hat ja in der letzten Folge gesagt, das Essen ist fertig. Hoffentlich ein letztes. Der königliche Palast. Na dann mal los. Entschuldige die Knappheit, aber die Diener sind bereits zu Hause. Vielleicht hast du sie aber auch nur alle erschossen. So, bevor wir loslegen... Ach, mit wem spreche ich? Hm? Dem Sohn, der die Asche seiner Mutter verstreuen will? Oder dem Verrückten, der den Weg auf meinen Berg mit Leichen gepflastert hat? Denn würde ich mit dem Ersteren reden, dann würde ich sagen, setz dich. Sei zivilisiert. Lass uns was essen. Doch, das hatten wir ja schon, nicht wahr? Beim ersten Treffen? Du saßest hier. Paul legte gerade Strom an die Nippel deines unhöflichen Begleiters an. Ich stand genau so. Und was waren meine Worte? Ah, bleib hier. Genieß das Krabbenrangoon. Geh nicht weg. Ich bin gleich zurück. Nun, wenn du einfach gehört, gewartet hättest auf mich, dann wäre ich direkt mit dir hierher geflogen, um die Asche zu verstreuen. Also spreche ich wohl mit dem anderen Kerl, der nicht hört, der nicht wartet, sondern sich lieber den anderen Affen anschloss und anfing, mit Scheiße zu werfen. Aber ich sag dir was. Ich sag, schwamm drüber. Hm? Du hast zwei Möglichkeiten. Eins, du kannst mich erschießen. Langweilig. Oder du setzt dich hin. Wir essen zusammen. Und dann verstreuen wir die Asche deiner Mutter zusammen. Entschuldigung, aber das reicht. Ob das eine gute Entscheidung war? Ich glaube ja. Finn. Oh mein Gott, das war also Far Cry 4. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. War dann doch schneller zu Ende als gedacht. Naja. Es hat auf jeden Fall, es war wieder eine spannende Reise in Far Cry, wie auch in Far Cry 3. War auch das wieder echt spannend und echt lustig, hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil, der bald kommt. Far Cry Primal oder so heißt der, meine ich.
Darauf freue ich mich schon ganz, ganz, ganz besonders. Naja. Erstmal mit diesem Spiel war wieder lustig, hat mega Spaß gemacht. Ich habe jetzt nicht alles gemacht. Gut, wir haben jetzt die letzten Türme und sowas nicht gemacht. Ja, komm. Scheiß doch da unten drauf. Haben wir nicht gemacht. Ist so. Aber, ich weiß nicht, wenn wir ihn jetzt nicht erschossen hätten, ich frag mich, was da noch passiert wäre. Jetzt im Nachhinein. Ob wir wirklich die Asche unserer Mutter verstreut hätten mit ihm. Aber ich glaube irgendwie nicht dran. Ich glaube, das war eher eine richtige Entscheidung, die wir gerade getroffen haben. Na gut. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen bei Far Cry 4. Und wir sehen uns beim nächsten Mal oder bei einem anderen Let's Play. Bis dahin. Ciao. Should I go now? If I go, there will be trouble.
driving the taxi.
ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਦੇ ਦਿਲ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਤੈਨ ਨਿਤ ਦਾ ਰੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ ਨਾਲ ਰੰਜੇਠੇ ਜੋਗੀ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜੋਗਣ ਹੋਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ Willkommen in Kyrat! Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is lovely and rose. Give your heart and soul to me, and life will always bleed. Lovely and rose.